Ja, und nach der Premiere des Bürgerforums haben wir jetzt zwei wirkliche Bürger im Studio. Ja. Zwei Männer von der Straße, wenn man so sagen darf. Früher haben sie mal die wichtigsten Parteisekretariate des Landes geleistet. Der Josef Czap, 10 Jahre, schätze ich. Warst du, glaube ich, an den Schalthebeln? Der Bundesgeschäftsführer, 13 Jahre, glaube ich, Mann. Verstehe. Also insgesamt dann ja, fast 20 Jahre SPÖ also in diesen Funktionen. Ja. Zuerst also Parteisekretär hat es geheißen, dann hat es Generalsekretär geheißen und dann war es Clubobmann. Und dasselbe haben wir mit dem Peter Westenthaler auch 20 Jahre. Endlich, ja, fast genau. Ja. Ja. 20 Jahre, zuerst FPÖ-Generalsekretär, dann FPÖ-Clubobmann, dann BZÖ-Generalsekretär, dann BZÖ-Chef sogar am Schluss. Ja. Ja, eine weitere Reise. Und das summiert sich auch auf fast 20 Jahre. Also zwei wirkliche Bürger von der Straße jetzt, die aber genau wissen, worüber sie reden, weil sie früher genau dort gesessen sind, wo jetzt die Schmutzkübel fliegen. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Jetzt habt ihr ja so ziemlich alle Wahlkämpfe dieser Zweiten Republik A. erlebt und B. mitgestaltet. War es schon je so schmutzig wie heuer? Es war schon sehr oft sehr schmutzig. Und es ist bemerkenswert, dass es sehr oft sehr schmutzig gegen Finale des Wahlkampfes wird. Aber in so einer frühen Phase, das hat ja schon begonnen im Frühsommer, ja, bis jetzt, dass so tief zugeht, das ist bisher wirklich einzigartig. Und vielleicht ist es gerade, das ist die Hoffnung, die man haben kann, vielleicht ist es umgekehrt, dass jetzt alle Schmutzkübeln verschüttet sind und die nächsten 3-4 Wochen werden endlich sachlich, aber ich glaube nicht daran. Das wollte ich so, glaubst du das wirklich? Das glaube ich nicht. Ja. Es wird munter weitergehen. Trotz Weil, aller, wie du richtig sagst, am Schluss natürlich die Emotionen und die Nerven, auch natürlich die Nerven viel blanker. Mit jeder Umfrage hin zur Wahl, die ihr jeden Donnerstag präsentiert, werden die Nerven noch blanker und wird es noch schwieriger. Und ja, es wird vieles über die Bande gespielt, über die Justiz, die am Ende sich wahrscheinlich auch als Schmutzkübel herausstellen wird. Also es ist da sehr viel Kreativität drinnen auch, wie man diesmal Schmutzkübeln spielt. Denn alle Parteien nehmen ja für sich in Anspruch, na wir nicht, wir machen keine Schmutzkübeln. Das machen die Trabantensatelliten und leider auch zum Teil ein Teil der Justiz spielt damit. Über das reden wir. Also es ist eine Mischung, die einem eigentlich nur das Grauen lehrt, wahrscheinlich mit dem Ergebnis, dass am Ende das eine oder andere Prozentpunkt an der Beteiligung fehlen wird. Josef Czap, du warst ja im Wahlkampf nie ein Ministrant, sondern nur in deiner frühesten Kindheit. Ja. War es deiner Meinung nach schon mal so schmutzkübelhaft wie jetzt? So emotional, so dreckig, ja, so untergriffig? Es war immer wieder in bestimmten Wahlkämpfen, in bestimmten Phasen der Versuch, es mit möglichst vielen schmutzigen Argumenten und Vorwürfen zu führen. Wie ich was zu reden gehabt habe bei Wahlkämpfen, habe ich gesagt, Schmutzkübel-Wahlkämpfe zerstören die Demokratie, zerstören die Glaubwürdigkeit der Parteien, zerstören die Vertrauenswürdigkeit und man macht nur den Weg frei für autoritäre Lösungen, wo man dann sagt, da gehört jetzt endlich einer her, der mit der Faust am Tisch haut und aufräumt und diesen ganzen Schmutz beseitigt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist kontraproduktiv und außerdem, die Leute wollen dann nicht mehr zuhören. Wenn du ununterbrochen Schmutzkübeln herum entleerst, ja, das ist wie ein Gurgel ins eigene Knie, weil das im Endeffekt dir selbst schadet. Wie man in den Wald hineinruft, so halt es zurück und das ist daher unsinnig. Und Zukunftsfragen sind lösen wir ein bisschen bei der ÖVP, ne, die ja mit sehr harten Angriffen gegen die FPÖ und gegen den Kickl begonnen hat und wie ein Bumerang ist das zurückgekommen. Ja, natürlich, das ist klar. Ja. Also je mehr man dann batzelt, wird zurückgebatzelt und das finde ich, ist dann besonders genant, wenn man zuerst in einer Koalition zusammenarbeitet. Zuerst den Eindruck erweckt, wie wenn man unterbrochen bei einem Hochamt am Sonntag gemeinsam dort das Hochamt durchführt, alles lobt und sie dann am Schluss noch umarmt und der Busse auf die Stirn gibt und dann innerhalb kurzer Zeit ist das komplett anders und dann sind die Spinnefeind und erzählen gegenseitig von sich Dinge, wo du nur den Kopf schüttelst und fragst, was machen die zwei eigentlich in der Regierung und hoffentlich kommen sie bald nicht mehr allein in die Regierung, was natürlich logischerweise mein Wunsch wäre, aber das ist jedenfalls etwas, wo ich sage, das abschreckt und das niemand will und Gott sei Dank wird in den Medien das auch immer kritisiert und ich habe ja selbst heute in einem Artikel darauf hingewiesen in Österreich, was die Folgen sind. Es ist auch Schmutzkübel, wenn man sozusagen Schmutzkübelt, indem man dem anderen Schmutzkübel werfen vorwirft, obwohl er gar nicht mit Schmutzkübel arbeitet. Das war die Stellungnahme des Sebastian Kurz, muss ich sagen, damals, mit dem ich sonst immer ein Gesprächsverhältnis gehabt habe,
Aber zu sagen, wenn ihm irgendwas nicht einfällt und es ist irgendwo ein Schmutzgebiet, fällt ihm immer der Name Thal Silberstein ein. Da hat er dann aber gerichtliche, das ist dann gerichtlich festgestellt worden, dass er das nicht mehr sagen darf. Aber das ist natürlich auch Schmutzgebiet. Ja. Wer ist denn der Gewinner und wer ist der Verlierer in dieser Dynamik bis jetzt, in dieser angeblichen Schmutzgebiet? Also eins ist klar, dass wenn die Mitte miteinander streitet, immer die Ränder profitieren davon. Das ist ganz klar. Also eher links, das merkt man ja bei den Grünen. Und bei der FPÖ wird man es erst sehen, ob die profitieren. Die haben im Moment halt auch andere Probleme, mit denen sie zu schaffen haben. Weniger die Schmutzkübel, sondern die Auseinandersetzungen, die sie sonst noch haben. Aber eins muss man ehrlicherweise, und jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf schon sagen, das Interesse an Politik und Wahlkampf mindert auch ein Schmutzkübelwahlkampf, ein sogenannter nicht, sondern ganz im Gegenteil. Senoren. Wir haben die höchsten Quoten, haben die höchsten Verkaufszahlen an Zeitungen. Die Leute schauen sich das schon sehr genau an. Also sie stellen sich nicht ins Winkel und sagen, macht's einmal. Sondern, und es ist einfach spannender, ich gebe das auch offen zu, es ist einfach spannender, wenn in einer Zweierkonfrontation zwei sitzen und da ist ein bisschen eckig und zackig, wie wenn die sich das Wahlprogramm runterbeten eine Stunde lang. Das kann sich ja keiner anhören. Auch das ist langweilig. Das heißt, der Politiker, jener Politiker und jede Partei wird gewinnen, die zwischen dem zackigen, kantigen, eventuell den einen oder anderen taktischen Ausraster auch, den es geben kann, und den Inhalten den Mittelweg findet. Er darf nicht zu fad sein, er muss bunt sein, er muss eine Oberfläche haben, er muss kantig sein, und das geht halt nicht nur mit dem Runterbetten von Programmen, das ist auch klar. Und daher, also du sagst, es verliert die Mitte, sprich die ÖVP und die SPÖ, es gewinnen die Ränder, sprich die Grünen und vielleicht die FPÖ. Warum ist die FPÖ, die Freiheitliche Partei, jetzt schon wieder in einer Krise? Warum sind die da jetzt wieder in die Defensive geraten? Naja, man muss ja den Langrand sehen. Natürlich ist jetzt wieder in den letzten Tagen ziemlich systematisch, fast, mir kommt vor, ein Regisseur steckt dahinter, Hollywood kennt, oder vielleicht der Stephen King oder Spielberg, die jetzt plötzlich, nachdem es eingeschlafen ist und das Video von Ibiza, und dass sich kein Mensch mehr daran erinnert hat, ist beschlossen worden, das spielen wir jetzt noch einmal. Jetzt kommt das Buch daher, das, glaube ich, morgen präsentiert wird, wo in Wahrheit nichts Neues drinsteht, das ist schon alles bekannt, aber es wird halt alles noch einmal aufgekocht. Dann haben wir diese unsäglichen und meiner Meinung nach höchst zweifelhaften Hausdurchsuchungen, die da stattfinden, nämlich bei HC Strache ohne irgendeines Beweises. Sind die gerechtfertigt gewesen? Nein, oder sind die eine Sauerei? Natürlich nicht. Und mittlerweile, Gott sei Dank, mit ein paar Tagen oder Stunden, Schreckstunden, meldet sich ja doch der ein oder andere, auch Jurist, und sagt, dass mit einer anonymen Anzeige ohne Gehalt kann ich nicht in ureigenste private Daten eines Menschen, noch dazu eines ehemaligen Vizekanzlers, hineinschauen. Das geht nicht. Und jetzt hat man halt, und da habe ich ja Schmunzeln. Das heißt, was ist deiner Meinung nach die Sauerei? Die Sauerei ist die Hausdurchsuchung. Der Zweck war, dass man sein Handy sich holt und da hineinschauen kann, was da der Herr Vizekanzler alles so schreibt in den letzten Jahren, um das dann auch möglicherweise noch vor den Wahlen zu verwenden. Es ist keine Sauerei, um das auch klar festzustellen und rechtlich völlig legitim, dass eine Staatsanwaltschaft, wenn eine Anzeige kommt, Ermittlungen anstellt. Na, selbstverständlich. Aber zwischen Ermittlungen und dem allerschärfsten Mittel, nämlich das Hineingehen in den höchst privaten Bereich mittels Hausdurchsuchungen, das kann ja nur mehr überboten werden mit einer U-Haft, vielleicht kommt das auch noch, aber mit einer U-Haft, sonst kann man das ja nicht mehr überbieten. Da bin ich sehr dagegen, weil ich bin schon sehr für den Datenschutz. Und wenn in einer Anzeige drinnen steht, der Anzeiger heißt so und so, der steht dafür und ich habe das gesehen, das ist meine Wahrnehmung und solche Beweise gibt es, ja dann schon, aber aufgrund einer völlig, wie sich jetzt auch herausstellt, sachlicher, falschen Anzeige einer Anonymen. Heute ist, glaube ich, der zweite Teil gekommen. Das hat mich auch sehr interessant und amüsiert, dass man plötzlich jetzt die Einkommensverhältnisse des SPÖ-Abgeordneten Hoscher in den Casinos in einer neuen Anzeige einbringt. Muss man sich vorstellen, der kriegt 5 Millionen Euro. Echter Arbeitervertreter, kann man da sagen. 5 Millionen Euro kriegt der Cash ausbezahlt und hat ein Einkommen gehabt von sage und schreibe 41.000 Euro im Monat. Das hat ja keiner gewusst bisher. Das ist heute in einer nachgereichten Anzeige an die Staatsanwaltschaft eingegangen. Also das geht weiter. Bin mir sicher, da kommen noch Anzeigen. Was sagt denn der Josef Chab dazu? Würde mich sehr interessieren. Ist die Ausdurchsuchung beim Strache deiner Meinung nach richtig und legitim? Bist du auf der Seite der Staatsanwälte oder sagst du auch, das ist eine Sauerei? Ich bin grundsätzlich immer auf der Seite der Justiz, weil ich finde, dass eine funktionierende Justiz für einen Rechtsstaat was ganz Entscheidendes ist. Aber
ich mag keine anonymen Anzeigen. Ja, grundsätzlich nicht. Dieses Verstecken hinter anonymen Anzeigen, das finde ich nicht in Ordnung. Aber wenn jetzt der Norbert Hofer im Sommergespräch aufgrund der Detailliertheit dieser anonymen Anzeige und aufgrund dessen, dass da viel Insiderwissen sein muss, sagt, na, das muss eigentlich aus der Führung der Casinos kommen und macht dann eine Andeutung genau in die Richtung, wie du das vorhin gesagt hast, in die Richtung Hoscher, der übrigens kein SPÖ-Abgeordneter ist, möchte ich ihn zufügen. Jahrelang war. Der war Clubsekretär. Ja, der war Entschuldigung, der war Abgeordneter. Aber nicht. Ja, aber kurz. Der war Abgeordneter. Aber ist egal, das tut ja nichts zur Sache. Stiftungsratsvorsitzender von der SPÖ. Ja, ich sage nichts. Der wirft ihm das vor, der wehrt sich und sagt, also ich weiß nicht. Und daher wird es vor Gericht ausgetragen. Und ich sage, das ist die rechtliche Seite des Ganzen. Und ich finde, was jetzt? Ist das eine Sauerei, dass die bei dem Haus dazu kommt? Wenn das keine rechtliche Fundierung hat, dann ist es nicht in Ordnung. Politisch, finde ich, ist die ganze Vorgehensweise rund um die Casinos nicht in Ordnung. Meine Entschuldigung, ja, also die Roulette-Kugel rollt auf Null, der Siedlower Blauer Bezirksrat wird plötzlich Finanzvorstand. Ja. Der Personalberater sagt, der kann das nicht. Dann sagt der Sprache, sagt, das habe ich mit den Schwarzen abgesprochen. Ja. Die Schwarzen sagen, wir wissen von nichts, gerade dass die Schwarzen nicht sagen, wir können uns gar nicht mehr erinnern, dass man mit den Blauen in der Regierung war. Das soll es ja bei dir auch schon gegeben haben, dass die SPÖ teilweise nicht die absolut Fähigsten auf diverse Posten gesetzt hat. Ich habe ja auch den Herrn Hoscher dorthin gesetzt. Trotzdem ist die Frage, hätte es dann eine Hausdurchsuchung beim Faymann geben sollen? Ich habe noch einmal gesagt, ich finde diese Frage der Hausdurchsuchung ist eine zutiefst rechtliche Frage, die darf ich nicht kommentieren, das hat die Justiz zu entscheiden, ich habe nicht die Justiz zu bevormunden. Ja, das, was mich, was ich finde... Du bist so lange Politiker, ja. Du musst ja wohl wissen, ob du sowas für in Ordnung aber hältst. Aber jetzt sage ich was da gefallen ist. Ist in Ordnung? Sag ich was da gefallen wird. Schau, es gibt viele Länder in Europa, wo bei politischen Auseinandersetzungen in Wahlkämpfen auch die Justiz irgendwo dabei ist. Ja, in Frankreich ist ein klassisches Beispiel. Ja. Ja. Wo das passiert ist. Sollte sich das herausstellen, dann ist das wirklich nicht in Ordnung und ist schwerstens zu kritisieren. Aber nur einmal, das ist jetzt einmal eine rechtliche Geschichte und jetzt wird einmal das Ganze aufgedröselt, denn die Blauen haben jahrelang gegen Postenschacher von Schwarz-Blau, da und dort hat es auch zu Recht diese Kritik gegeben, jahrelang dagegen zu Felde gezogen. Schwarz-Rot. Ja. Und jetzt bei Schwarz-Blau machen die Blauen das Gleiche. Allerdings muss man sagen, da gibt es eine ziemliche Gedächtnisschwäche auf beiden Seiten. Keiner kann sich mehr erinnern, wie das alles zustande gekommen ist. Der Siedler wird wahrscheinlich vorbeigegangen sein dort und wird es einfach hingesetzt haben. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, zwischen dem Herrn Hoscher und dem Herrn Siedler gibt es keinen großen Unterschied, außer dass der Herr Hoscher ein durchaus anerkannter Politiker war. Von Casinos hat er auch keine Ahnung gehabt. Ne? Ja, das glaube ich, aber ich kann das nicht bewerten. Ich habe dort mit dem nichts zu tun. Also der ist genauso zum Kind und zum Handkuss gekommen, nein, wie der Herr Siedler. Ich bin nur dagegen, dass das du es ist. Es ist eh so, aber ich sehe das gar nicht an den Personen jetzt dingfest gemacht. Wenn die Justiz beschließt, dass künftig parteipolitische Postenbesetzungen ein Strafrechtsdelikt darstellen, dann sage ich gute Nacht. Dann brauchen wir künftig 8.000 Staatsanwälte. Dann hast du ungefähr 10.000. Ja, vielleicht eine schlechte Idee, weil da war endlich Schluss mit diesem ganzen Zeugs. Aber dann bitteschön alle die Justiz. Das heißt immer so schön, es wird ohne Ansehen der Person und alle gleich behandelt. Also das haben wir im Moment sicherlich nicht. Ja. Denn dass in dieser Sache, wo eindeutig eine Postenbesetzung stattgefunden hat zwischen Schwarz und Blau oder Türkis und Blau und dann aber nur bei Türkis ermittelt wird. Nein, nur bei Blau ermittelt. Nur bei Blau, siehst du, das bringe ich auch schon die Form durcheinander. Nur bei Blau ermittelt wird, aber nicht beim türkisen Finanzminister, der ja offensichtlich eine Weisung sogar gegeben hat, wie es jetzt herausstellt. Oder beim türkisen Bundeskanzler, der natürlich mit dem Vizekanzler sich koordiniert über solche Postenbesetzungen. Das ist etwas, was mich stört und das macht die ganze Sache nicht seriös. Das heißt, die Justiz ist in Wahrheit, wenn sie das wegbekommen will, diesen Anschein, dass sie bewusst in eine Richtung ermittelt wird, in die andere nicht, dann muss sie Folgendes machen. Es geht nicht schnell. Nämlich vor dem 29. September in einem Bericht Stellung nehmen, was ist jetzt wirklich worden, was nicht. Es ist Zeit genug. Es sind 5 Wochen Zeit. In 5 Wochen muss es möglich sein. Das Substrat dieser anonymen Anzeige, es sind nur 2 Vorwürfe in Wahrheit, das Substrat dieser anonymen Anzeige so durchleuchtet zu haben, dass man feststellen kann, es stimmt,
und es ist strafrechtlich relevant oder nicht. Wenn man das, und da bin ich schon beim letzten Punkt, wenn man es über den Wahltermin nicht mehr begründet, wenn man die Geschichte bis zum Wahltermin nicht fertig oder weitererzählt, dann wird es am Ende der FPÖ sogar nutzen. Du machst eigentlich eine Verteidigungsrede für den Hoscher. Weil so gesehen kann das nämlich auch eine Schwarze oder ein Schwarzer sein aus den Casinos Austria, so quasi als stille Wahlkampfunterstützung in dieser Auseinandersetzung. Ich habe gar nicht behauptet, dass es vom Hoscher kommt. Was unbestritten ist, ist, dass nur die Casino-Vorstände diesen ersten Personalbericht dieser Agentur Zender gehabt haben. Ne? Ja. Und deshalb kommt man darauf, dass das möglicherweise nur jemand aus dem Casino-Vorstand, da kommt der Herr, ich glaube, Hablak oder Klaster, ja. die Frau Glatz-Kremser, fragt dann natürlich, warum soll sie das selber anzeigen, und der Herr Hoscher, und ich weiß nicht, ob sonst noch jemand in dem Personalbericht, lieber Wolfgang, lieber Josef, das liegt auf der, wenn ich jede Postenbesetzung, wo nicht der Bestgereihteste eines Personal Vertreter seines Personalexperten genommen worden ist, jetzt strafrechtlich kriminalisiert, dann bist du ja bei der. Da bin ich ja schon bei dir. Qualifikation muss entscheiden und nicht jeder Personalberater. Aber Bestechung und Vorteilsannahme findet nur immer statt, wenn er Geld fließt und nicht, wenn Posten besetzt werden. Das ist absurd, finde ich. Ja, davor ist absurd. Und jetzt ist ja noch was passiert und das habe ich heute wirklich putzig gefunden. Das war ja wirklich putzig. Jetzt hat man nach zweimonatigen Ermittlungen beim Herrn Anwalt, der dieses Video offensichtlich, der hat zumindest eine große Rolle bei dem Video spielt. Das ist ja Kabarett. Hat man jetzt eine Hausdurchsuchung gemacht, da werden sie gefunden, haben wir Kaffeetassen wahrscheinlich und ein paar Tischdecken wahrscheinlich und vielleicht noch ein altes, ausgebrauchtes Handy, das nicht mehr info. Nach zwei Monaten macht man die Hausdurchsuchung. Der hat alles weggerannt mittlerweile. Der hat sich ja in der ersten Juniwoche ganz offiziell dazu bekannt, über seinen Anwalt und die Worte. Hat man gar nichts ermitteln müssen. Das gemacht, das Ding. Also spätestens da hätte man das ja machen müssen. Wobei man davon ausgehen kann, dass er es damals wahrscheinlich schon weggeräumt hat. Weil wie blöd müsste einer sein, dass er sich öffentlich bekennt und dann in seiner Kanzlei noch die Unterlagen hat. Aber dass man dann von dem öffentlichen Bekenntnis noch fast 10 Wochen, also fast zwei Monate braucht, um dort einzumarschieren, das ist natürlich die österreichische Justiz. Ja. Und ich meine, im Endeffekt, Josef, so sehr du immer für die Justiz kämpfst und du weißt ja alles Mögliche, ich weiß nicht, ob du da mal Justizsprecher in deiner Partei auch warst, das nicht. Aber immer einer, der da sehr wortgewaltig dafür in die Bresche gesprungen ist. Aber ein Ruhmesblatt liefert diese Justiz derzeit nicht ab. Die eine Hausdurchsuchung dauert 2 Monate, bei der anderen gehen sie rein, ohne dass der in der Anzeige überhaupt genannt wird, weil der kommt ja dort namentlich gar nicht vor, da steht nur in einer Schlussbesprechung, wurde das zwischen Vizekanzler und Kanzler akkordiert etc. Also die sind schon ein bisschen verwirrt. Und da kommt natürlich dann auch die Frage dazu, dass man sagt, da ist die schwarze PKA, da ist die rote Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und jetzt streiten sie sich ja nur darum, wer ins Handy reinschaut, der vielleicht so geil sein, einzuschauen, dass das jeder reinschauen will. Also eigentlich ist diese Justiz ein Sauhaufen, oder? Nein, wir finden uns, weil es ist nicht die Justiz, nur einzelne Akteure, die da unterschiedlich, mit unterschiedlichen Aktivitäten, ich bin auch der Meinung, dass man nicht nur bei den Blauen jetzt dann ein bisschen im Haus herumsucht, wenn man es schon macht, sondern das ist ja nur ein Absprachensystem, es ist das Einstimmigkeitsprinzip, da muss ich mir die Frage stellen, welcher Schwarze, und da muss ich bei dem auch nachschauen. Das ist eh völlig klar. Mir geht es auch darum, einzelne Akteure haben wir zu kritisieren, nicht die gesamte Justiz. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Ich habe halt das Gefühl, die Justiz ist derzeit auf einem schlechten Weg. Wo ich dem Josef Czap schon auch recht geben muss, ich differenziere einmal sehr stark und glaubt mal, da tue ich mir besonders schwer, der auch mit Richter und Richterinnen seine Erfahrung hatte. Na, gerade du. So, aber ich, trotz meiner Erfahrung, sage ich, ich differenziere bei der Justiz immer zwischen der Richterschaft und zwischen den Ermittlungsbehörden. Denn die Richterschaft sind in der Regel, sage ich jetzt einmal, zu 90% objektiv, weisungsungebunden und in ihrer Entscheidung völlig frei, währenddessen die Ermittlungsbehörden, ob das jetzt das BKA ist oder die Staatsanwaltschaften, weisungsgebunden sind, politisch besetzt sind und natürlich damit natürlich auch in die Kritik geraten. Und das, glaube ich, muss man unterscheiden. Und deswegen gebe ich jetzt dir recht zu sagen, der Teil, der sich derzeit um die Ermittlungen bemüht, ob das jetzt schwarzes BKA ist oder rote Staatsanwaltschaft,
der liefert derzeit ein Bild, das da würde jetzt sehr ernst bleiben, das bedenklich ist und das er jeden eigentlich fast Angst machen kann, weil die haben Mächte, die können Mächte freisetzen, die jemanden ruinieren. Und daran zusammen jetzt. Also ihr zwei, und das finde ich sehr spannend, ihr macht euch Sorgen um diesen Wahlkampf. Nämlich A, spielt die Justiz da drin eine Rolle, was sie nicht sollte. Und B, ist das Ganze auf einem Niveau, das es eigentlich haben sollte, oder entgleist das in diesem Jahr. Wenn wir ganz kurz am Schluss dieser ersten Runde noch fragen dürfen, was sind denn die inhaltlichen Ansagen, die hängen geblieben sind bei euch in den letzten zwei Wochen? Was, Peter, hältst du zum Beispiel von der Ansage, der Randy Wagner in Zukunft ein Euro Öffentlichkeit einzuführen? Das nehme ich mit Schmunzeln, weil das erstens überhaupt nichts Neues ist. Zweitens gewinnt man mit so einer Geschichte keine Wahlen, denn das geht in die Kategorie, ich verspreche alles. Das heißt, am besten ist, wir zahlen gar nichts mehr. Es wird nicht dazu gesagt, wie es finanziert wird. Das ist immer ein Fehler. Das gehört bei jeder Forderung, ob das jetzt Steuersenkung ist oder dieses Öko-Ticket, muss man auch sagen, wie man es finanziert. Und außerdem gibt es das in weiten Bereichen schon. In Wien fahre ich mit einem Euro pro Tag bei einer Jahreskarte um 365 Euro. Das ist genau das, was Randy Wagner jetzt österreichweit fordert. Aber es ist jetzt nichts spektakulär Neues. Es ist gut, es ist ein Vorschlag, der positiv ist, ich bewerte ihn auch positiv, weil er in einem gewissen Bereich für eine kleine Minderheit, aber doch für einige Menschen eine Entlastung bringen wird, für manchen Pendler vielleicht, der das genießen kann. Aber für mich ist ein Wahlkampfvorschlag im Wahlkampf erst dann diskussionswürdig, wenn ich die volle Finanzierung daneben erklärt bekomme. Was war der beste Wahlkampfvorschlag für dich in dem Wahlkampf bisher? Der beste war, wenn wir jetzt bei der SPÖ einmal bleiben, war der vom letzten Montag, wo Randy Wagner gesagt hat, dass sie sich gegen die Verbots- und Fingerzeigpolitik der Grünen ausspricht. Das war endlich einmal eine richtige Ansage. Also keine Schnitzelsteuer und keine CO2-Steuer. Genau, keine Schnitzel. Die Grünen heute haben sie ja vorgeprescht. Benzin- und Gassteuer. Da wünsche ich den Menschen alles Gute bei der Wahl der Grünen. Da wird künftig das Autofahren noch teurer. Das Rasenmähen wird teurer. Gas, Heizung wird teurer, also alles, was mit Benzin und Gas zu tun hat, wird künftig, wenn die Grünen dann in der Regierung sind mit dem Herrn Kurz, wird das alles teurer werden. Wünsche Ihnen alles Gute. Ich bin dagegen, dass man in einem Wahlkampf Belastungen, nicht nur im Wahlkampf, überhaupt Belastungen. Also das Beste war deiner Meinung nach, Randy Wagner spricht sich gegen Steuererhöhungen aus. Josef, du hast immer hier gesagt, die Randy Wagner muss endlich konkrete Umweltansagen machen. Hat sie das jetzt getan? Bist du zufrieden mit der Performance? Naja, die Ankündigung, dass sie einberufen einen Klimakonvent, wo also die Parlamentsfraktionen, wo Länder, wo die Sozialpartner, NGOs, Friday for Future, wo die alle dort dabei sind, weil es ja auch um die künftigen Generationen geht. Und das ist genau der Versuch, den Grünen nicht das Klimathema zu überlassen. Und das also heute für die ganz wichtig. Klimaeinigung. Das ist zum Beispiel heute für ganz wichtig. Und dass sie Position bezogen hat gegen diese Politik, die die Grünen konkret machen. Denn ein Wähler und eine Wählerin muss sich die Frage stellen, was kostet es mich, wenn ich grün wähle? Und wenn dort eine Orgie an Steuererhöhungen stattfindet, dann kann er sich das ausrechnen, was ihm das kostet. Und wenn ihm das zu viel ist, was ich hoffe, dann wird er nicht grün. Ja. Also spannend, dass er beiden zum ersten Mal die Randy Wagner aufgefallen ist, ja, in dem Wahlkampf. Kann die die Trendwende schaffen? Geht es jetzt rauf? Also ich bin da sehr, sehr objektiv als Beobachter, als unabhängiger, parteifreier Beobachter, der ich bin, und muss wirklich sagen, dass die Randy Wagner, das gebe ich zu, in den letzten Tagen, seit dem Unfall in Saint-Tropez mit dem Club Saint-Cousin, das war leider ein bisschen ein Tritt ins Fettnäpfchen, aber nach ihrer Rückkehr mit dem Drive, den sie jetzt drinnen hat, hat plötzlich Boden unter den Füßen bekommen, wird nicht zur großen spektakulären Wende reichen, aber das muss sie ja gar nicht schaffen. Aber es kann wieder einen Knick geben. Für sie ist die Latte liegt ja relativ tief. Das heißt, sie muss in die Nähe des letzten Ergebnisses kommen. Und wenn man jetzt 2% oder 3% drunter liegt, wird mir das nicht zum Vorwurf machen, denn alle haben ja noch vor wenigen Wochen gesagt, na, die fallen unter 20%. Ich habe das nie gesagt. Ich habe gesagt, die werden sie einbinden bei 22, 23% und so wird es auch sein. Die muss ein halbwegs solides Ergebnis schaffen
Und wenn sie diesen Drive, ist ja halt noch lang, ist ja noch 5,5 Wochen. Gut, aber sie gefällt dir jetzt plötzlich. Sie ist besser geworden. Josef? Naja, sie hat einfach die Lebensfragen angeschnitten, ob das leistbare Wohnen ist, ob das die Frage der Klimakrise ist, ob all diese Bereiche, die Menschen wirklich bewegen. Und sie hat es zum ersten Mal umgebracht, wie man so schön sagt, weil das war ja bis jetzt ihr Problem. Sie hat es immer angeschnitten, aber keiner hat zugehört. Ich habe mir die Stellungnahme in OE24 angeschaut, bei der Eröffnung der Wahlkampfzentrale. Da hat sie ganz konkrete Beispiele gebracht aus ihrer Tour in Österreich. Und das ist das, was die Menschen mögen. Die wollen haben, dass man das, was sie ihr sagen und was ihnen ein Anliegen ist, dass das auch wirklich dann aufgegriffen wird und möglicherweise dann, wenn es eine Regierungsbeteiligung geben sollte, auch umgesetzt wird. Ich glaube allerdings auch an Türkis-Grün. Ja.